Deine derzeitige Charakterklasse steht links neben der Gesundheitsanzeige. Aktive Buffs befinden sich rechts. Wenn du dich selbst buffen kannst, siehst du das hier. Der Status eurer Primärmission wird auf der rechten Seite in gelb angezeigt. Aktive sekundäre Missionen darunter in blau. Der Missionstimer befindet sich in der oberen rechten Ecke. Er zeigt an, wie viel Zeit dem angreifenden Team zum Abschluss der Mission bleibt. In Kampagnen und Missionsmodi wird der Missionstimer verlängert, wenn eine Primärmission abgeschlossen wird. Das Radar zeigt die Position deiner Teammitglieder in weiß, den Standort erspähter Feinde in rot. Deine aktuelle Mission wird ebenfalls angezeigt. Die anderen Symbole stehen für einsetzbare Objekte wie Minen. Das Granatensymbol zeigt, welche Art von Granate der Charakter werfen kann. Nach Werfen der Granate wird die Anzeige grau und füllt sich langsam wieder auf. Ist die Anzeige wieder voll, kann der Spieler eine weitere Granate werfen. Jeder Granatentyp hat seine eigene Anzeige. Das Symbol deiner aktuellen Waffe steht neben dem Munitionszähler. Der Munitionszähler zeigt an, wie viel Munition derzeit in der Waffe ist und wie viel zum Nachladen zur Verfügung steht. Das Symbol der Sekundärwaffe befindet sich hier. Unten links findest du die Spezialfähigkeiten deines Charakters und deine Versorgungsanzeige. Wähle die Fähigkeit aus, indem du entsprechend drückst. Nach dem Einsatz wird das Symbol ausgegraut. Die Fähigkeit kann wiederverwendet werden, wenn das Symbol aufgefüllt ist. Die meisten Fähigkeiten kosten einen Punkt deiner Versorgungsanzeige. Die Anzeige füllt sich langsam bei Nichtbenutzung. Das Spiel. Bewegung. Brink verfügt über ein modernes Bewegungssystem namens SMART. Smooth Movement Across Random Terrain. Du musst nur in Richtung deines Ziels schauen, Sprint drücken und dich vorwärts bewegen. Mit SMART kannst du Hindernisse automatisch überwinden. Schwere Typen sind auf Springen und langsames Laufen beschränkt. Mittlere Typen können klettern und sind schneller als schwere. Der leichte Typ kann auf Vorsprünge klettern, über Abgründe springen und rennt am schnellsten. Wenn du verletzt wirst, leert sich deine Gesundheitsanzeige. Überlebst und entkommst du, füllt sich die Anzeige nur bis zum nächsten Punkt. Um die maximale Gesundheit wiederherzustellen und einen Bonuspunkt zu erhalten, muss dich ein Sanitäter buffen. Ist deine Gesundheitsanzeige leer, bist du außer Gefecht gesetzt. Ein Timer zeigt an, wie lange es bis zur nächsten Einsatzwelle dauert. Du kannst auf die Teilnahme bei der nächsten Einsatzwelle verzichten und auf einen Sani warten. Sanis auf Wiederbelebungsmissionen erhöhen diesen Zähler und werden durch diese Markierung dargestellt, die auch die Entfernung zu dir angibt. Wenn sie in Reichweite sind, können Sanis dir Wiederbelebungsspritzen zuwerfen. Wirst du zu stark verletzt, wenn du außer Gefecht bist, stirbst du und musst auf die nächste Einsatzwelle warten. Sanitäter können tote Charaktere nicht wiederbeleben. Kampfgrundlagen. Jeder Charakter kann zwei Waffen tragen. Wenn du unter Beschuss bist, ist es schneller, die Waffen zu wechseln, als nachzuladen. Jede Klasse kann Splittergranaten werfen. Soldaten haben zudem Zugriff auf Molotow-Cocktails. Bei geringem Abstand kannst du Gegner mit Nahkampfangriffen niederschlagen. Dazu zählen einfache Angriffe oder Rutschangriffe, die durch Sprinten und Drücken von Kriechen eingeleitet werden. Niedergeschlagene Ziele sind nur kurz betäubt und können vom Boden aus zurückfeuern.
Niedergeschlagene oder außer Gefecht gesetzte Ziele sind anfällig für K.O.-Schläge. Ein K.O.-Schlag ist schwieriger auszuführen. Doch wenn er richtig sitzt, tötet er sein Ziel auf der Stelle. Mit Pistolen ausgerüstete Charaktere haben ein Messer in der anderen Hand. Messer bringen Gegner nicht um, verursachen aber mehr Verletzungen als normale Angriffe. Einsetzbare Objekte. Manche Fähigkeiten ermöglichen dem Spieler den Einsatz von Objekten, zum Beispiel. Um ein Objekt einzusetzen, wähle die entsprechende Fähigkeit von deinem HUD aus. Daraufhin erscheint der Gegenstand in weiß in der Spielwelt. Sieh dich nach einer gültigen Position um. Ist das Objekt rot, ist die Position ungültig. Hast du die optimale Position gefunden, interagiere mit dem Objekt, um es einzusetzen. Wenn die Anzeige voll ist, wird das Objekt eingesetzt. Wohlplatzierte Objekte können das Blatt zu deinen Gunsten wenden. Buffs. Soldaten, Techniker und Sanitäter können ihre Teamkollegen buffen und so ihre Chancen erhöhen. Um ein Teammitglied zu buffen, interagiere mit ihm aus kurzem Abstand. Wenn du zu weit weg bist, näherst du dich automatisch, um den Buff anzubringen. Wenn deine Versorgung nicht ausreicht, erscheint keine Buff-Anzeige. Klassen. Jede Klasse verfügt über Spezialfähigkeiten und ergänzt das Team auf ihre eigene Weise. Für die meisten Missionen ist eine bestimmte Klasse zuständig und jede Klasse hat wichtige Fähigkeiten, um ihren Kameraden zu helfen. Du bist im Spiel an keine Klasse gebunden. Du kannst sie jederzeit durch Interaktion mit einem Kommandoposten deines Teams wechseln. Wenn du den Posten verwendest, siehst du, wie viele Angehörige jeder Klasse derzeit in deinem Team sind. Die Klasse deiner Teammitglieder wird auch auf der Punktetafel und über ihrem Kopf angezeigt. Verfügt dein Team zum Erreichen des Primärziels über zu wenige Mitglieder der erforderlichen Klasse, wirst du in der Zielauswahl angewiesen, zum Kommandoposten zurückzukehren und die Klasse zu wechseln. Verwende diese Infos bei der Klassenauswahl. Soldat. Soldaten können mit Sprengsätzen Zerstörungsmissionen ausführen. Außerdem können sie die Munitionsvorratsanzeige über den Köpfen ihrer Teammitglieder sehen. So wissen sie, wann sie die Munition ihrer Teammitglieder auffüllen müssen und erhöhen so gleichzeitig deren maximale Munitionsmenge. Soldaten können dies auch für sich selbst nutzen. Statt Splittergranaten können Soldaten auch Molotow-Cocktails werfen. Diese verursachen beim Aufprall Feuerexplosionen, die die Gegner zu Boden werfen. Agent. Agenten können mit Hackgeräten und PDAs Hackmissionen ausführen. Zudem können sie sich tarnen und dann als gefallene Feinde ausgeben. Agenten können sich nur als getötete Feinde tarnen und halten diese Tarnung so lange aufrecht, bis sie angreifen oder mit der Welt interagieren. Agenten können versteckte feindliche Minen sehen und sie mit Hilfe ihres Visiers auf dem Radar und in der Welt markieren, um ihre Teammitglieder vor ihnen zu schützen. Techniker. Techniker können Bau- und Reparaturmissionen ausführen. Außerdem können sie feindliche Sprengsätze und Hackgeräte entfernen. Techniker können die Waffenleistung ihrer Teammitglieder und ihre eigene erhöhen bzw. buffen. Sie können versteckte Minen auf dem Schlachtfeld platzieren. Zudem können sie von Teamkameraden gefundene feindliche Minen entschärfen. Sanitäter. Sanis heilen VIPs auf Escort-Missionen und beleben sie wieder. Außerdem sehen sie die Gesundheitsanzeige über den Köpfen ihrer Teammitglieder. Mit ihrem Gesundheitsbuff füllen sie die Gesundheitsanzeige ihrer Kollegen zur Gänze auf und fügen ihr einen Bonuspunkt hinzu. Diese Fähigkeit können sie auch für sich selbst nutzen.
Sanitäter sehen kampfunfähige Kameraden und können ihnen Wiederbelebungsspritzen zuwerfen. Dank dieser Spritzen können die Teammitglieder wieder aufstehen und weiterkämpfen, anstatt auf die nächste Einsatzwelle zu warten. Das Schlachtfeld. Kommandoposten. An Kommandoposten ihres Teams können Spieler die Klasse oder auch die Waffen wechseln. Bei jeder Interaktion mit einem Kommandoposten deines Teams wird deine Munition automatisch aufgefüllt. An Kommandoposten siehst du auch die Klassenverteilung der Spieler deines Teams. Es gibt zwei Arten von Kommandoposten. Die erste befindet sich im Startgebiet. Diese Art Kommandoposten kann nicht vom Feind erobert werden und bietet keine Teambuffs. Die zweite Art befindet sich auf dem Schlachtfeld und ist bei Beginn im Besitz keiner Fraktion. Diese Kommandoposten können von jedem Team erobert werden und während einer Mission oft den Besitzer wechseln. Ein eroberter Schlachtfeld-Kommandoposten bufft die Gesundheits- oder Versorgungsanzeige aller Teammitglieder. Der Kommandopostenbildschirm zeigt an, welches Team ihn kontrolliert. Dieser Kommandoposten ist in den Händen der Sicherheit, dieser in denen des Widerstands und dieser wurde noch nicht erobert. Zum Erobern eines Kommandopostens muss ein Spieler mit ihm interagieren, bis die Anzeige voll ist. Je mehr Spieler interagieren, desto schneller geht die Eroberung vonstatten. Agenten und Techniker höherer Ränge können Fähigkeiten zum Verbessern von Kommandoposten kaufen. Dies geht nur mit eroberten Kommandoposten. Um die Verbesserung wirksam zu machen, muss der Agent oder Techniker wie gewohnt interagieren. Im Kommandopostenmenü erscheint diese Anzeige. Ist sie voll, wurde der Kommandoposten verbessert. Also ein Part komplett mit dem Geschütztürme. Quatschen war. Sorry für das Wort, aber muss jetzt sein. Noch was, nicht wundern, ich habe nichts abgebrochen mehr drin. Es war mir jetzt einfach zu viel, sonst würde ich noch einschlafen. Also. Die hat die Sprachfehler. Ich habe auch welche, aber... So, gucken wir mal, wie sich das Spiel anfühlt. Brüder, wir so, haben seit Monaten einen Agenten im Gründerrat. Jetzt war es Zeit, ihn zurückzurufen. Er hat ein paar sehr spezielle Informationen beschafft und sich zu unserem Unterschlupf im alten Visitor Center durchgeschlagen. Seid ihr bereit dafür, Brüder? Vor einer Stunde habe ich den Kindern noch Essen gemacht. Dann kriege ich diesen Anruf und jetzt drückt man mir diese Waffe in die Hand und... Wolltest du denn lieber nur Sprüche an Wände schmieren? Nein, es ist nur so plötzlich. Shen hat seit Jahren alles versucht, um diesen Tag zu verhindern. Und sie bleibt einfach keine andere. So, jetzt machen wir erstmal einen Stopp, weil der zweite Part ist jetzt hier zu Ende. Ob er ihn komplett geguckt hat, weiß ich nicht wegen der Scheiß. Bin bereit. Videosequenzen da drin. Also, schreibt mir in die Kommentare, wer am besten, ob ihr so lange Videosequenzen vorher sehen möchtet oder nicht. Und wer sich das merken kann, einen Daumen hoch. So, guck mal, wie das. Ach da, auf L2 läuft man also, wenn einer... Verteidigt den Lagerraum. Techniker, seid bereit, ihre Türladungen zu entschärfen. Wir schlagen zurück! Übernehmen unseren Kommandoposten! Stoppt sie, Brüder! Mehrere Feinde entdeckt! Sie haben unseren Kommandoposten! Versorgungsposten eingenommen! Entschuldigung, falsche Taste.